Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. So, Freunde, heute geht's in den Zoo und zwar nach Hirschfeld. Tommy freut sich schon. Bombenwetter. Los geht's. Ja, Freunde, wir sind in Hirschfeld. Das ist in der Nähe von Zwickau. Da, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Eltern leben, meine Familie ist. Und wir sind jetzt die nächsten Tage erstmal hier in Zwickau. Und heute bei dem schönen Wetter haben wir gedacht, gehen wir mit dem Tommy mal in den Tierpark. Und ich selber war seit Kindertagen nicht mehr hier. Und da bin ich mal gespannt, was es hier so alles gibt und wie dem Tommy das gefällt. Wir haben heute Nacht natürlich schon im Camper geschlafen. Und jetzt, wo er fertig ausgebaut ist, traumhaft schön. Zeigen wir euch später noch. Guck mal, Tommy. Esel. Esel, guck mal. Das wäre ein schöner Platz, ne? Ja? Was haben wir denn hier? Ah, Wiesent. Nee. Wiesent. Natürlich mal für ein Wiesent, oder? Ja. Da kommt hier. Aha, guck mal. Da kommt Да? Ой, ой, папа! Сейчас пошел такой. Посмотри, какая птичка большая. Тёма. А вот это фигурин сайт. Не-не-не-не. Das auch nicht. Der ist so interessiert. Ja, ja. Klar, der ist ja interessiert. Na, nein. Ага! Да, Тёма, посмотри на птичек. Вот такой сусед, да? Was? Was? Was ist das? Ой, ой, как интересно. Ja, ja. Das ist der Tommy. Ne? Ja. Ich bin der Sachse Dennis. Dein? Ja. Und meine Frau Russisch. Ja. Tommy ist mehr fixiert an seine Mama. Naja, macht's gut, ne? Ihr seid jetzt auf jeden Fall jetzt die Stars bei YouTube. Ihr seid ganz toll, ne? Wir kommen natürlich zu der Zeit, wo noch fast alles schläft.
diese Holzgeld auch so hier kaufen. Mhm. Wir haben ein Känguru entdeckt. Und das hat ein Baby. Ich glaube, ich muss euch das mal ranzoomen. Ganz hier hinten. Der Tommy zuckelt an meinen Arm. Tommy, wir müssen mal wieder ruhig halten. Die ne? Zweite, gut. Guck. Warte. Die zweite. Auf diese Seite. Komm her. Warte, ich habe hier Zoom. Warte. Und da haben wir das zweite. Und das schläft ein bisschen. Ne? Sehr schön. Das gefällt dir gerade, ne? Das beruhigt ihn irgendwie. Warangen sind dort. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Ostern. Okay. Neuse. Dicke. Raske. Dicke. Ich schau gleich. Ja, wer ist denn da? Ein Graupapagei. Ich glaube, das ist eins der intelligentesten Papageien, ne? Ja, Tommy. Ey, warte. Also Tommy ist mehr an den Spielplätzen interessiert als an die Tiere, aber Hauptsache was, ne? Hauptsache er ist beruhigt, freut sich. Und bei dem Wetter, und das im Oktober, ist es ja traumhaft, traumhaft schön. Also Anna, ich finde es ja auch schön, wir haben zwar heute Sonntag, aber es ist noch relativ zeitig. Wir haben Oktober und es ist nicht so viel los hier, ne? Mhm. Ja. Das ist schon entspannt. Was ist denn das? Haushuhn mit Plüschfedern. Wo ist denn das? Also hier hinten hat noch jemand ein komisches Kostüm an. Aber dieses Haushuhn ist abwesend. Und? Aus Brasilien. Wer denn? Sittich. Blau, Latz, Sittich. Naja, hat einen blauen Latz. Also die sind ja schön.
Hallo. Könnt ihr auch telefonieren? Ich habe das schon mal gesehen irgendwo. Oder eine Türklinge nachmachen. Zack. Ja. Nach Kacken habe ich nicht gefragt. Na, du bist ja auch ein Hübscher, ne? Du hast ja einen gewirbelten Schnauzer. Schnurrbart. Hallo? Oh, aber der ist ja bunt. Was? Na, hallo? Bist du der Bubi? Mama mia, die haben Farben. Aber hier macht irgendeiner einen krassen Ton, ne? Den muss ich finden. Also das war ein Ohrenfasan, ich hätte ihn eher Schnauzerfasan genannt. Machst du so einen Krach? Machst du das? Ich glaube, der war es auch nicht. Der ist irgendwie still. Nee. Die sagen eigentlich auch nicht. Ah! Das ist er! Du bist der Krawall-Heini. Gibt's das? Was? Ja, und der erzählt hier immer was. Nicht normal, du. Wer? Ah, ja. Aber die sind ja auch interessant hier. Die haben meistens so schöne Haarfrisuren. Na? Hi. No. So schönes Gesicht. Mhm. Sag mal, die Leute, das ist vorbei. Schönes Gesicht. Und sie weiß, warte. Hallo, Waschbär. Hallo. Hast du was gewaschen? Der wäscht gerade Wäsche. Putztag. Lieber Waschbär, können wir vielleicht mal dein Gesicht sehen? Tommy wartet schon. Ne? Hier, Neutik. Nein, kein Gesicht. Kein Gesicht. Oh, na hallo. Zack. So, die Anne hat Schweinchen entdeckt. Da müssen wir jetzt leider hin. Aber ich glaube, hier ist der Bär. Ne, hier ist noch nicht der Bär, oder? Mit Babys. Oh, ein sogenanntes Hängebauschwein. Jetzt weiß man auch warum. Am Geländer fest. Ja, hier sind die Frischlinge. Oh. So klein. Gleich mal liebe Grüße an unsere Tochter. Ich glaube, die hätte sowas gerne zu Hause. Genau wie die Anna, ne? Ja. Babyschweinchen mit dem Bett.
So, die Anna ist jetzt mal im Gehege und versucht sich an ein Baby anzunähern. Nee, erstmal große Schweinchen. Anna! So, Tommy hat auch seinen Platz gefunden. Und wird das mal eben? Wird die nächste bisschen in das Ecke? Tommy, hier brauchst du nicht meine Peppers. Nein, das macht man doch nicht. Nee. Ah, linkes Winko, Mensch. Mama, wo ist denn hier? Das ist Mama komplett müde, sie ist fast sleeping bei dieser Position. Annas Traum wurde wahr, die Babys in ihrer Nähe, und jetzt sind sie hier rüber geflüchtet, weil es was zu essen gibt, und da dürfen aber nur Tiefleger rein. Sie Anna ein wenig enttäuscht, aber sie hat Hoffnung, dass sie noch mal rauskommen, die kleinen Babys. Und für Tommy ist das ja auch optimal. Es ist abgezäunt, er kann jetzt nicht weg. Er kann sitzen im Gras oder im Sand jetzt hier und durch die Gegend rutschen. Zack. So, die erste Begegnung, Tommy und ein Schwein. Ich glaube, der Schwein weiß jetzt nicht, was der junge Mann an der Seite macht, mit seinem Kabel in der Hand. Hey, Tommy? Tommy lacht. Komm, Tommy, setz dich hoch hier. Ja, Freunde, alles nicht so einfach. Also wir sind nicht ohne Grund ins Bäcker. Also erstens hat mein Papa Geburtstag, das ist natürlich schön. Aber auf der anderen Seite ist mein Onkel gestorben und da haben wir diese Woche eine Beerdigung. Eher nicht so schön, sehr emotional, aber ihr wisst ja sicher, wie das ist. Aber da muss man halt als Familie zusammenhalten, ne? Und da sind wir alle da. Und verbringen jetzt trotzdem erstmal noch eine schöne Stunde. Baby, ein Schwein liegt da drin, in der Mitte. Was? Ein Schwein ist hier unter uns? Ja, und sie. So, Anna, jetzt geht doch mal zu den Babys, jetzt sind sie endlich draußen. Baby, so schön. Die Babys. Oh, herrlich. Oh, da haut sogar ein Schwein ab. Tommy, was machst du? The man sent the Schwein out. Ah. Schau mal, ein Wolfsdelfin. Such a scheiße, that I can... I have to move. Aber der ist so schnell. Look, it's one like something not. Aber das ist so... Anna, geht's hin. Baby, they are Anna, geht running. Hin. Die wollen Kuschel machen. Go on, Denise. Runter der Rand auf den. Naja,
Jetzt haben wir genug. Aber war schön. Also das ist wirklich sehr zu empfehlen. Wenn du mit den Kindern hier in so ein Gehege rein kannst. Solange die Tiere nicht verängstigt werden. Aber da passen wir auf. Ui, was war denn hier drüben? Ui. Gab's wieder Ärger. Einer hier. Polarfuchs. Ja. Da hinten. Da hinten ist der Fuchs. Aber Tom ist sehr interessiert bei dem Gehege. Das war genau sein Ding. So. Hier ist eine Eule drin. Nur Eingang. Da ist der Fuchs. Hey. Und wo ist jetzt die Eule? Ich sehe niemanden. Ja, die Eule ist bestimmt mal austreten. Ja, vor dem ist ein guter Platz. Ihr könnt ja mal gucken im Video, ob ihr die Eule seht. Wir sehen sie nicht. Dann gehen wir wieder raus. Jetzt wird's spannend. Oh, hier auch. Oh, Mahlzeit. Ui, na? Na komm, na hab's. Wer ist in der Mitte? Ach. Rhesusaffe. Affe. Bist du dort allein? Oder mit anderen Affen? Wer ist hier? Ach. Ui. What the hell, they have shopkas all. Ja, Cappuccino. Hi. Na? Ja. Das ist so wie Tommy. Ah, look. Schau mal, was macht die Kaipsack? Hier ist noch einer. Wenn er da weich kommt, kommt er zu uns. Wie der Mann. Da eine, das ist ein Mann, for sure. Look. Das ist ein Mann. Mhm. Das ist so krass. Ah, das kommt. Das wohnst du uns. Das auch. Warte. Das Glas, das ist. Ja, das Glas ist Mist. Scheiße. Nicht so schön. Oh. Hi. Обезьянка, смотри. Обезьянки. So, смотри, видишь обезьянку? Da ist der Mann. Smotri. Aber schön Schwanz. Schwurf. Für die bayerischen Zuschauer, die haben einen schönen Schwurf. Hochkatze, Schwurf. Ist er dort allein? Nee, bestimmt nicht. Na, also die Glasscheiben sind also nicht so toll. Ne? Man sieht überhaupt nichts. Also, ich sehe vielleicht mich hier. Bin zwar auch ein Affe. Naja, aber ich kann mich gut daran erinnern, dass hier noch irgendwo ein Bär war.
Also den Bär möchte ich auch noch sehen. Mhm. Wie idyllisch. So schön in Sachsen mal wieder. Endlich. Endlich sehen wir das, was ich sehen möchte. Und zwar sind wir jetzt im Bärenland. Also ich verspreche mir jetzt nicht so viel, aber schon schön einen Bär zu sehen. Ist ja schließlich ein kleiner Zoo, ne? Oder ein kleiner Tierpark. Der macht Haie. Der verpennt alles hier. Ganz toll. Aber wir haben ihn gesehen. Oh, Mischka. Was kommt denn da raus? Was hat denn der für eine Stelle da? Oder ist das ein Blatt? Irgendwas liegt da. Als wenn da eine Fußzehe rauskommt aus dem Bauch. Also ich muss mal sagen, wir kommen zur besten Zeit. Der Bär macht ein Nickerchen. Und der Wolf, ja, der macht auch ein Nickerchen. Alle am Pennen her. Ja, Sonntag, ne? Würde ich wahrscheinlich genauso machen. Ja, gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Ansonsten denke ich, wir sind fast durch. Wir sehen uns dann im Auto. Oder wenn jetzt noch ein Highlight kommt, zeigen wir euch das natürlich auch. So, wir haben angefangen mit Schaukeln und enden mit Schaukeln. Hoffentlich geht das gut aus hier. Ich hoffe ja immer, dass er sich so ordentlich gut festhält. Aber ich denke mal, es passt. Aber er wird natürlich auch immer risikoreicher, ne? So hoch ist er vor ein paar Monaten noch nicht geschaukelt. Naja, er wird schon machen. Man muss halt auch mal so ein bisschen loslassen. Na, freust du dich, ne, Tommy? Jetzt gehen wir erstmal in den Camper und machen erstmal Mittag. Mal sehen, was wir uns brutzeln können. Ja, Freunde, das soll das mal gewesen sein. Wartet mal, das ist irgendwie nicht im Waage. Das stimmt mit dir nicht. Naja. Ja, war schön im Tierpark. Jetzt haben wir eine Nachricht von meinem Bruder gekriegt. Wir grillen jetzt im Garten. Also gibt es nichts im Auto. Aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Ja, es kommt noch einiges. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Videos täglich machen und auch veröffentlichen. Werdet ihr ja sehen. Aber heute kommt bestimmt noch ein bisschen Videomaterial. Ja. Ja. Wir fühlen uns pudelwohl wieder im Auto. Auch schön, dass das jetzt alles fertig ist. Die Decke drin, das Fenster. Wir haben super geschlafen. Aber jetzt müssen wir erstmal laden hier. Kamera, kaum noch Akku, der Gimbal auch nicht. Wir sehen uns dann gleich wieder. Baby, can you take this? What?
Ja, das ist so schön zu einem Mittagsschlaf nachmittags 16.30 Uhr. Ganz allein, die Heizung tuckert ein wenig vor sich hin. Gemütlich, warm, Platz und ruhig. Da vorne bewegt sich doch was. Ja. Tommy und Anna sitzen vorn. Tommy möchte vorne sitzen. Und ich hatte einen geruhsamen Schlaf. Ja, Freunde. Also der Sonntag ist jetzt vorbei. Wir waren jetzt noch bei meinen Eltern Abendbrot essen. Und jetzt sind wir wieder auf dem altbekannten Stellplatz. Hier standen wir schon ein paar Mal. Für die, die uns schon länger folgen, wird das morgen früh wahrscheinlich bekannt werden, ne, wenn ich hier meinen Rundgang mache. Aber wir hauen uns jetzt ins Bett. War ein langer und anstrengender Tag, aber auch ein schöner Tag. Der Tommy ist auch sehr müde. Und ja, wir bauen jetzt noch ins Bett, gucken vielleicht noch ein kleines Filmchen. Aber der Tommy, der macht bestimmt gleich die Augen zu. Ja. Ups. Ihr werdet das Video wahrscheinlich Montag sehen. Also heute haben wir Sonntag. Morgen mache ich das fertig. Und dann schauen wir mal, wie es die nächsten Tage weitergeht. Ne? Dann schlaft mal schön. Und bis bald.